Unsere heutige Aktie der Woche ist CubeSmart, der drittgrößte amerikanische Self-Storage-REIT. Und trotz Rekordzahlen in 2022 hat der Wert 20% an Wert verloren innerhalb eines Jahres. Wir fragen uns, lohnt sich jetzt der Einstieg? Herzlich willkommen bei Investment Fellows. Mein Name ist Markus Lammers und CubeSmart analysieren wir in bewährter Struktur, nämlich erst das Geschäftsprofil, dann schauen wir uns die aktuellen Zahlen 2022 an und den Ausblick, dann schauen wir uns die Bonität an und die Dividendenpolitik von CubeSmart. Im vierten Punkt gucken wir uns die anderen beiden großen Wettbewerber an, Public Storage und Extra Space, und vergleichen die mit CubeSmart. Wer ist am günstigsten? Wer hat vielleicht die beste Bonität? Dann schauen wir uns im fünften Punkt die Kursgeschätzung der Analysten an für die nächsten 12 Monate. Dann unter Punkt 6 Kernrisiken und last but not least, wie immer, unsere Pro- und Contra-Analyse. Kommen wir zu Punkt 1 im Geschäftsprofil. Was macht CubeSmart überhaupt? Ja, es ist ein sogenannter Self-Storage-REIT, also bietet Lagerstätten an, wo Privatleute in Form von Boxen oder in Räumlichkeiten ihre Sachen einlagern können, und dafür zahlen sie eine monatliche Fee, eine Miete. Und da ist CubeSmart die Nummer 3 in den USA mit 9,2 Milliarden US-Dollar Market Cap, wäre also in Deutschland schon ein MDAX-Unternehmen von der Größe, und hat in Summe 1274 Lagerstätten, davon Großteil im Eigenbesitz, aber teilweise werden diese auch drittgemanagt, also für Dritte, denen diese gehört, oder man hat sogenannte Joint Ventures, wo man also quasi mit anderen zusammen die Lagerstätten betreibt. Wo ist jetzt CubeSmart tätig? Und das ist tatsächlich ausschließlich in den USA. Wir zeigen ja hier mal ein Schaubild und da sieht man bis auf den Nordwesten eigentlich flächendeckend in den USA. Alles das, was rot ist, da hat man eigene Lagerstätten. Da, wo man das Grau und Dunkelgrau einschraffiert hat, da ist man lediglich mit Joint Ventures oder als Manager unterwegs. Und da kommen wir jetzt im nächsten Schritt drauf, nämlich wie verdient CubeSmart damit Geld. Und das Self-Storage-Geschäft ist in den letzten Jahren sehr stark gewachsen, muss man sagen. Also auch CubeSmart, aber auch die Wettbewerber sind sehr stark gewachsen. Die Nachfrage ist relativ groß in den USA. Man kauft halt viel, man hat nicht genügend Platz und braucht dann zusätzliche Lagerstätten. Häufig sind auch Häuser in den USA nicht unterkellert. Und hat sich auch zumindest in der letzten großen Rezession 2008, 2009 als relativ rezessionssicheres Geschäftsmodell erwiesen, weil dann häufig die Amerikaner sich verkleinern, also in kleinere Wohnungen ziehen, um Miete zu sparen, aber auch dann zu viele Sachen haben für diese kleineren Räumlichkeiten und sich entsprechende Boxen oder Lagerstätten dann anmieten. Man weist seit Gründung 2010 auch ein sehr starkes Wachstum auf, nämlich in 2010 hatte man noch 456 Einheiten, die man im Eigenbesitz hat oder für Dritte gemanagt. Mittlerweile sind es 1274. Und das ist auch die Wachstumsstrategie. Man hat eigentlich vier Bausteine. Baustein 1 ist, man kauft tatsächlich Lagerstätten zu. Das sieht man eigentlich in dem dunkelblauen Balken. Oder man entwickelt neue oder erweitert bestehende Lagerstätten. Das ist auch in diesem dunkelblauen Balken enthalten. Dann gibt es sogenannte Joint Ventures, wo man sich also einen finanzstarken Partner sucht und mit denen neue Lagerstätten baut oder erwirbt und diese dann auch betreibt. Ja, und der vierte Baustein ist dann, dass man die operative Plattform, die man hat, die wirklich sehr gut entwickelt ist, die ein dynamisches Pricing aufweist, wo man über die Mobile-App direkt eine Box buchen kann, eine Lagerstätte, dass man das auch Dritten anbietet. Und das ist auch ein Geschäftsbereich, der wirklich sehr stark wächst. Wie man sieht, mittlerweile macht das ungefähr die Hälfte des Portfolios aus, das Drittmanagement von Lagerstätten, ja, für andere Anbieter. Kommen wir zu Punkt 2, den Zahlen. Ja, und da sieht man, dass auch das Funds from Operations, quasi der operative Cashflow, der generiert wird, bei CubeSmart extrem stark gewachsen ist über die letzten 10 Jahre. 2011 noch um die 60, 70 Cent pro Aktie an Funds from Operations, mittlerweile über 2 Euro. Und wenn man sich jetzt die Q3-Zahlen ansieht, da ist das Wachstum weiter dynamisch. Ja, die Funds from Operations per Share ist in dem Quartal von 56 Cent auf 66 Cent gestiegen. Also Steigerung um knapp 18%, also zum Vorjahresquartal. Auch die Dividende hat man mittlerweile stark angehoben von 34 Cent auf 43 Cent. Eine Steigerung der Dividende allein in diesem Jahr von 26%. Die Payout-Ratio ist nach wie vor moderat. Vorher war sie bei 61%, jetzt ist sie bei 65%. Auch der Ausblick bei den Funds from Operations, die Entwicklung in den nächsten Jahren ist positiv. Für dieses Jahr erwartet man um 2,50 Dollar seitens der Analysten. Das Management hat das bereits bestätigt. Die erwarten sogar zwischen 2,50 Dollar und 2,52 Dollar für dieses Jahr. Das wäre eine Steigerung im Vergleich zum Vorjahr von über 18%. Und in den Folgejahren erwartet man so Steigerungen zwischen 3% und 7%. Also auch weiterhin ordentliches Wachstum bei den Funds from Operations pro Aktie. Gucken wir uns jetzt im dritten Schritt die Bonität und Dividendenpolitik an. Bonität ist wirklich ganz ordentlich.
Der Nettoverschuldungsgrad liegt bei 37,7%, ist also wirklich moderat. Die EBITDA-Coverage der Zinszahlungen liegt bei Faktor 7, also der EBITDA reicht auf, um 7-mal die Zinszahlungen abzudecken. Die Nettoverschuldung zum EBITDA ist bei moderaten 4,4 und das führt dann auch in Summe zu einer sehr guten Bonitätsbewertung, BBB von Standard & Poor's und Moody's Baa2, also gerade für REITs, die ja häufig BBB- sind, ist Investment Grade, ein glattes Investment Grade Credit Rating wirklich sehr ordentlich. Jetzt haben wir natürlich aktuell sehr stark steigende Zinsen und bei hohen Verschuldungsgraden führt das dann natürlich dazu, dass die Zinskosten steigen. Aber auch hier hat sich CubeSmart sehr gut vorbereitet. In 2022, 2023, 2024 faktisch gar keine fälligen Schulden, sondern erst wieder ab 2023 mit 300 Millionen US-Dollar auch überschaubar und die wirklich erste größere Fälligkeit in 2028 mit 550 Millionen US-Dollar. Also hier wirklich ein sehr gutes Management der Verbindlichkeiten. Wann werden diese fällig? Wann laufen die Zinsen aus? Dadurch hat man eine gewisse Sicherheit auch für die nächsten Jahre, dass die Zinsen relativ stabil bleiben. Und CubeSmart hat auch die Aktionäre an der guten Entwicklung teilhaben lassen. Die Dividende konnte gesteigert werden von 2012 bis 2022 um 391%, also fast eine Vervierfachung. Aktuell liegt die jährliche Dividendenzahlung bei 1,72 Dollar. Das entspricht bei einem aktuellen Kurs von 40,50 Dollar ungefähr einer Dividendenrendite von gut 4,2%. Die Konsensusschätzungen der Analysten zur Dividendenentwicklung sind auch positiv. Man erwartet, dass dieses Jahr noch eine kleine Steigerung kommt im Mittel, nämlich hier steht 1,74 Dollar. Im Regelfall erhöht CubeSmart die Dividende im Dezember und hier erwartet man offensichtlich 2 Cent im Schnitt, dass sie hochgeht, also von 43 auf 45 Cent und würde dann in 2023 bei 1,84 Dollar liegen, also ungefähr Steigerung von 5% und in 2024 wird auch eine Dividende von ungefähr 1,93 Dollar erwartet, also wiederum eine Steigerung von 5% und ich glaube auch so 3-5% dürfte für die nächsten Jahre ein realistischer Wert sein. Um zu schauen, ob CubeSmart auch relativ günstig ist, haben wir es nochmal verglichen mit 4 Kernkennzahlen von Public Storage und Extra Space, den beiden größten Anbietern im Self-Storage-Bereich. Und hier sieht man beim KGV, also Preis geteilt durch Funds from Operations, ist CubeSmart tatsächlich am günstigsten. Aktuell ungefähr ein KGV von 16,2. Public Storage und Extra Space liegen eher bei knapp 19. Also hier doch ein Stück günstiger. Auch Dividendenrendite ist höher. CubeSmart bei 4,2-4,3%. Die anderen beiden doch ein Stück niedriger. Public Storage am niedrigsten mit 2,7%. Extra Space mit 3,8% etwas höher. Payout Ratio, Public Storage am konservativsten, nur 51% und auch ein sehr gutes Kreditrating mit A. Ja, Extra Space und CubeSmart mit einem Payout Ratio von um die 70 und beide BBB. Wenn man sich das so anguckt, tatsächlich CubeSmart am günstigsten bewertet vom KGV und von der Dividendenrendite. Ja, der sicherere, der konservativere Invest wäre sicherlich Public Storage, weil eine sehr geringe Payout Ratio mit 51% und ein wirklich sehr gutes Rating mit A. Also für die sehr konservativen Anleger wäre Public Storage sicherlich eine Alternative. Für die eher einkommenshungrigen ist CubeSmart sicherlich die erste Wahl. Auch die Kurszielschätzungen der Analysten für die nächsten 12 Monate sind positiv. Im Schnitt sieht man knapp 50 Dollar. Das entspricht einem Kurspotenzial von ungefähr 20%. Wenn man es im Detail anguckt, von aktuell 11 Analysten, 6 sagen kaufen, einer sagt aufstocken, 4 sagen halten. Also tendenziell auch positiv, was das Kursziel in den nächsten 12 Monaten seitens der Schätzungen der Analysten angeht. Unter Punkt 6 jetzt die Kernrisiken. Und was sehen wir hier? Ja, zum einen das Thema steigende Zinsen ist ja für alle REITs, für alle Immobilienaktien ein großes Thema. Wenn man sich jetzt refinanzieren muss, ist die Wahrscheinlichkeit, dass man deutlich höhere Zinsen zahlen muss, sehr hoch. Aber hier haben wir gerade schon gesehen, das hat CubeSmart zumindest mal für die nächsten 3 Jahre relativ gut gemanagt. In 22, 23, 24 faktisch gar keine Fälligkeiten. Dann in 25 etwas mehr. Ich gehe davon aus, dass man zwischendurch in der Lage ist, die Mieteinnahmen doch zu steigern, sodass man eigentlich diese 300 Millionen US-Dollar, die man dann vielleicht mit 2-3% höher refinanzieren muss, locker wegstecken kann. Deswegen hier scheinbar gut gemanagt, dieses Risiko. Dann Rezession. Das könnte natürlich zu einem Rückgang der Nachfrage oder zur Abbestellung von Buchungen führen. In 2008, 2009 war das allerdings nicht der Fall. Da war genau das Gegenteil der Fall. Nämlich da hat man eigentlich sich verkleinert auf der Wohnungsseite und hat dann mehr Self-Storage angemietet. Das hat das relativ stabilisiert, das Geschäftsmodell. Das würde ich jetzt auch für diese jetzt vielleicht kommende Rezession so hoffen.
Und das dritte Thema ist, dass doch relativ viel im Self-Storage-Bereich gebaut wird. Ja, wenn man natürlich ein deutlich höheres Angebot hat, dann könnte das zu Preisdruck führen. Aktuell sieht man das noch nicht, aber diese Gefahr ist potenziell da. Kommen wir unter Punkt 7 zu unserer abschließenden Pro- und Kontra-Analyse. Was spricht jetzt für die Aktie? Unseres Erachtens eine attraktive Dividendenrendite von gut 4% und wir erwarten noch weitere Steigerungen in den nächsten Jahren, so zwischen 3% und 5%. Man hat doch eine sehr ordentliche Bonität mit BBB. Man hat sich sehr gut aufgestellt bei dem Thema fällige Kredite. Ja, man hat eine geringe Rezessionsanfälligkeit, zumindest in der Vergangenheit gehabt. Und man hat auch im Vergleich zu Public Storage oder Extra Space eine deutlich günstigere Bewertung mit einem 6er KGV versus einem fast 19er KGV. Auf der Kontraseite sicherlich die höheren Zinsen. Das könnte mittelfristig nochmal ins Kontor schlagen. Und das größte Risiko sehe ich, dass man doch sehr stark zubaut im Bereich Self-Storage-Bereich, dass man irgendwann in so eine Überangebotsphase kommt, dass dann die Preise drücken könnte. Das Risiko ist da, da muss man dann schauen. Aber da ist man auch relativ gut aufgestellt. Man ist stark in Regionen vertreten, wo das Self-Storage-Angebot noch nicht so stark ist, zum Beispiel in New York. Da haben die selber eine Analyse vorgelegt, das ist eine der stärksten Märkte. Da gibt es ungefähr knapp 3 Quadratmeter Self-Storage-Angebot pro Kapita, also pro Einwohner, während es USA-weit eher bei 7 Quadratmeter ist, das spricht hier eher für ein Unterangebot. Also da ist man auch in den richtigen Märkten offensichtlich unterwegs. Deswegen ja, die Gefahr gibt es, aber scheint momentan auch gut gemanagt zu sein. Deswegen unterm Strich unsere Quintessenz. Wir finden CubeSmart spannend, wir finden sie aber absolut gesehen mit einem KGV von gut 16 jetzt nicht wirklich ganz preiswert. Trotzdem könnten wir uns vorstellen, die zu kaufen. Ich persönlich habe mir jetzt eine Limit-Order mal reingelegt. Wenn sie unter $40 rutschen sollte, würde ich eine erste kleine Position aufbauen wollen und dann mal weiterschauen, wie sich der Preis so entwickelt. Aber das wäre so für mich der Einstiegspreis. Aus Transparenzgründen nochmal zum Abschluss. Weder Steffen noch ich halten aktuell Aktien von CubeSmart, könnten uns aber vorstellen, zuzukaufen, wenn denn der Preis stimmt, hatte ich ja gerade auch schon gesagt. Und immer bitte breit diversifizieren, nie mehr als 2% in eine einzelne Aktie investieren. Man sieht es ja auch gerade wieder bei der TAG Immobilien. Ja, die haben gerade die Dividende gestrichen. Wenn das ein sehr großer Block in deinem Portfolio ist, dann fehlt plötzlich dieser Teil der Dividende. Wenn es ein recht kleiner ist, dann gleichen das vielleicht andere Aktien, die Dividendenerhöhungen machen, wieder aus. Daher schön breit diversifiziert bleiben. Und zu TAG Immobilien machen wir diese Woche auch noch ein Video, was wir euch zeigen werden. Ja, wie gehen wir jetzt mit der Dividendenkürzung um? Kaufen wir, halten wir, verkaufen wir? Das wird im nächsten Video dargestellt. In dem Sinne euch eine erfolgreiche Börsenwoche.